Moin Moin, im heutigen Video widme ich mich mal einem Thema, das wollte ich schon länger mal machen. Und hier habe ich eine 032 und bei dieser Säge habe ich, wie bei der einen und anderen auch, die ich ja schon mal auf dem Tisch hatte, das Problem rausgerissene Schwertbolzen. Heißt, das Gewinde hier ist defekt. Das heißt, hier sind die ganzen, sage ich mal, das ganze Alu, was hier rausgerissen ist, steckt hier noch zwischen. Und ich bekomme hier also mein Schwertbolzen nicht mehr richtig fest. Auch der andere ist hier beschädigt. Man sieht, man kann das hier schon beinahe so von Hand reinstecken. Das heißt, selbst mit Einkleben oder so kriegt man es nicht hin. Das heißt, wenn man die Mutter hier anzieht, reißt man den Gewindebolzen quasi wieder raus. Also hier kriegt man keine feste Verbindung mehr hin. Ist natürlich schlecht, wenn ansonsten bei der Säge hier nichts dran ist, nur hier die Verschraubung defekt. Und in diesem Video wollte ich mal etwas probieren, und zwar nennt sich das Helicoil-Einsatz. Das ist wie so ein Draht, den ich reinschraube, und in diesem Draht läuft dann mein Gewinde vom Schwertbolzen. Das sind jetzt hier die beiden neuen, die da rein sollen. Das ist ganz normales M8-Gewinde mit Steigung 1,25. Dementsprechend muss man auch hier den passenden Helicoil-Einsatz dafür kaufen. Kriegt man das auch für verschiedene Steigungen. Aber was hier drin ist, sage ich mal, ideal Standard M8-Gewinde. Man könnte auch mit jetzt so einem Bolzen hier, das ist einmal M10 und einmal M8, hier einfach aufbohren, M10 reinschneiden, ganz normales M10-Gewinde, und dann hier diesen Bolzen dafür reindrehen. Hat natürlich den Nachteil, der ist nicht so ganz passig, weil hier mein kleiner Schaft ganz anders aussieht und auch vom Maß her ganz anders ist. Sollte man jetzt eine Drehbank oder Zugang zu einer Drehbank haben, könnte man sich natürlich auch genau diesen Bolzen so nachdrehen. Außer dass hier hinten halt statt M8 ein M10-Gewinde ist. Und dann könnte man diese natürlich auch hier wunderbar mit reinbringen. In diesem Fall kommen jetzt hier die ganz normalen M8-Schwertbolzen rein, die da auch reingehören, mittels diesen Helicoil-Einsätzen. Da muss man, da ist hier zu jedem Helicoil-Einsatz bzw. zu jeder Größe, das ist jetzt hier mal so ein Set gewesen, bestehend aus einmal so einem Reihendreher, der an diesem Helicoil-Einsatz befindlichen abgewinkelten Drahtende, sage ich mal, hier eingreift und dann auf dem Wege diesen Drahteinsatz da reindreht. Wenn dieser Drahteinsatz tief genug drin ist, ist dann hier so ein Durchtreiber, womit ich dieses abgewinkelte Ende nach hinten wegschlagen kann, und somit habe ich dann quasi ein Gewindeeinsatz, der dann wiederum mein Schwertbolzen aufnimmt. Wie gesagt, das Ganze gibt es als Set. Der Durchtreiber, der Eindreher mit ein paar Helicoil-Einsätzen, den passenden Bohrer, in dem Fall 8,3 mm, und hier den passenden Gewindeschneider für diesen Helicoil-Einsatz. So, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal hier so gerade wie möglich das Ganze aufbohren, dass wir nicht hinterher hier den Schwertbolzen so stehen haben. Dadurch, dass jetzt hier schon ein Loch ist und man nur minimal aufbohren muss, dürfte sich der Bohrer eigentlich fast von selber so ein bisschen gerade reinziehen. Jetzt noch mittels Kegelsenker ein bisschen ansenken. Und dann kann ich auch schon probieren, hier mein Gewinde reinzuschneiden. Schön gerade ansetzen und dann eins durchschneiden. So,
bis auf Anschlag rein am besten, dass ich auch hier bis hinten hin den Gewindebohrer ausgenutzt habe, nicht nur vorne, weil der vorne natürlich ein bisschen verjüngt ist und nach hinten hin sich immer weiter öffnet. So, jetzt vorsichtig rausdrehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist quasi das Gewinde für den Drahteinsatz. Helikoil-Einsatz ansetzen auf dem Eindreher. Der Einsatz hier leicht unter der Kante steht, also er darf nicht überstehen, dann das abgewinkelte Ende vom Draht einfach abschlagen. So, und jetzt werden wir mal den Schwertbolzen reindrehen. Ja. Wunderbar. Jetzt gucke ich mal, ob man den richtig festziehen kann. Mit meinem hier Schwertbolzen ein Ausdreher. Auch ein bisschen Kraft ausüben kann. Ja, so, also ich würde sagen, der sitzt und zwar richtig fest. Eigentlich heißt es ja, das Gewinde, die mit dem Helicoil-Einsatz versehen sind, noch, sag ich mal, noch wertiger, noch stabiler sind, also nicht so schnell ausreißen. Das heißt auf jeden Fall, fester ist das Ganze wie nur hier im Alu das Gewinde. Und auf dem Wege, würde ich sagen, kann man hier wunderbar die rausgerissenen Gewinde reparieren. Eindrehen. Dann noch das abgebogene Draht, das abgewinkelte Drahtende nach hinten wegschlagen. Und dann können wir auch hier versuchen, unseren Schwertbolzen einzudrehen. So, und auch hier kann ich richtig Kraft aufwenden. Und somit sind meine Stehbolzengewinde repariert, also einfach nur aufbohren. Das passende Gewinde für den Helikoil-Einsatz reindrehen, den passenden Helikoil-Einsatz bestellen im 8x1,25. Helikoil-Einsatz rein, Drahtende weg. Schon habe ich hier ein perfektes Ergebnis für meine rausgerissenen Schwertbolzen, denn sowas hier kriege ich nie wieder richtig fest. Das hier ist jetzt das fertige Ergebnis mit Seitenblech und Kettenspanner, hier mit den beiden Schwertbolzen im Helikoil-Einsatz jeweils. Haben jetzt hier wieder ihren festen Sitz gefunden. Auf diesem Wege lassen sich so gut wie alle Gewindegrößen reparieren. Für jede Größe, auch teilweise mit verschiedenen Steigungen, gibt es passend immer diese Helicoil-Einsätze, sodass man hier
alle möglichen Gewinne an so einer Säge eigentlich damit instand setzen kann. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Ich wünsche euch da auch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, einfach unten in die Kommentare ballern. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.